Hey Leute, ich habe gerade nochmal beschlossen, einkaufen zu gehen. Also ich komme gerade schon vom Einkaufen. Versuche nämlich gleich Cola / Eis zu machen. Und wenn ich zu Hause bin, werde ich euch erzählen, wie ich das mache. Ich habe das zufällig bei Facebook gesehen. Und es sah sehr einfach aus. Und ja, mal gucken, ob es mir gelingt, daraus Eis zu machen. Ich habe extra 2 Flaschen Cola gekauft. Jetzt bin ich endlich zu Hause angekommen und ich werde euch jetzt erklären, wie ich das mache mit dem Slash-Eis jetzt. Ich habe jetzt mal 2 Flaschen Cola gekauft, um das erstmal vorher auszuprobieren, ob es überhaupt funktioniert. Zumindest müssen die kräftig geschüttelt werden. Und dann für 3 Stunden in die Tiefkühltruhe. Machen wir mit der anderen Flasche auch schon. Und dann 3 Stunden in die Truhe, dass es so kurz vorm Gefrierpunkt ist und dann dürfte es normalerweise funktionieren, wenn man das einfach in ein Glas reinschüttet. So, dann lassen wir erstmal 3 Stunden hier drin. So, jetzt hatten wir das 3 Stunden in der Tiefkühltruhe. Ich hatte es jetzt ein bisschen zu lange drin gelassen. Ich glaube, das kommt auch ganz auf die Truhe an, wie die eingestellt ist. Wir machen das jetzt einfach mal auf und versuchen es mal. Das hört man überhaupt nichts. Oder? Ich kann jetzt erstmal gar nichts erkennen. Also so ganz wie in dem Video, was ich schon bei YouTube gesehen habe, funktioniert es nicht. Ich habe es aber auch zu lange drin gelassen. Es war immer noch teilweise eingefroren. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera auch sieht. Naja. Wie schön mir das in dem Video aussah, es hat nichts gebracht. Also so einfach wie das in dem Video bei YouTube aussah, ist es irgendwie auch nicht. Also ich habe es genauso gemacht wie in dem Video und bei mir war es erst ganz komplett tiefgefroren, die Flaschen. Ich hatte es wirklich sogar weniger als 3 Stunden drin gehabt. Aber ich glaube, das liegt dann nur an der Truhe, dass man das vielleicht nicht ganz so lange drin lassen sollte. Ich hoffe, euch hat mein Video trotzdem gut gefallen. Und auch wenn es nicht geklappt hat, vielleicht könnt ihr es ja auch mal zu Hause versuchen. Und wenn es bei euch klappt, könnt ihr das auch gerne bei den Kommentaren drunter schreiben.